So, hallo liebe Freunde, hier ist wieder eure Rabbit Boom. Diesmal eine kleine Ankündigung, das heißt Ankündigung. Ja, kurz gefasst erstmal schnell. Und zwar, es geht darum, um das Gewinnspiel hier in diesen Gameplay, Anführungsstricheln. Hier in diesem kleinen Ausschnitt zeige ich eine krasse Lackrunde in Caspian Border. Da hatte ich eigentlich einige geile Lackshots dabei. Es ist einfach nur eine kurzgefasste, mal auch ziemlich oft geschnittene Version von Caspian Border. Also nicht wundern, wenn ich plötzlich vom Panzer aus im Jet bin. Das ist, kann ich selber nicht erklären, warum das so ist. Aber es ist so. Gut. Nein, das Ganze geht jetzt ungefähr 11 Minuten. Ich weiß nicht, ob ich 11 Minuten lang quatschen werde oder ob ich eventuell das einfach weiterlaufen lasse. Mal gucken. Lass mich überraschen. Es geht jetzt um das Gewinnspiel. Richtig, ihr habt richtig gehört, Gewinnspiel. Das ist ja jetzt der 6.5. Meine Freundin hat Geburtstag. Uhuhu. Und ich habe angekündigt, dass ich eigentlich am 4.5. Verzeihung, am 5.5. oder am 4.5. eins von beiden dieses Gewinnspiel endgültig beende sozusagen und verlose und dieses Ding halt verschenke, dieses Gamepad. So, ja, es gab 3 Teilnehmer. Die Namen kann ich auch ruhig nennen, ich zeig nur noch nicht die Videos. Teilnehmer waren auf jeden Fall Trader Jones, Gewinnertyp und der Creature Engine. Von 71 Abonnenten ganz schön wenig Teilnehmer, aber ich sehe es nicht mehr ernst, mir ist es egal. Ihr könnt es gewinnen, nicht ich. Also wer nicht mitmacht, hat selber Pech, wenn man das mal so kurz fassen darf. Und so, ne? Ne, wie gesagt. Also es geht halt gesagt darum, dass ich das Ding verlosen wollte. Und wie ihr sehen konntet, hier der Schnitt. Nee, ich wollte das Ding, wie gesagt, verlosen. Problem jetzt nur ist, ich habe jetzt leider keine Zeit, die Videos hochzuladen und halt zu auszuwerten, keine Ahnung, weil ich gerade Zeit viel Real Life habe. Und ich Zeit viel arbeiten muss. Heute möchte ich meiner kleinen Freundin Katrin die Überraschung machen. Es ist gut, es ist 23.05 Uhr. Hat heute früh irgendwie nicht so wirklich geklappt. Geschenk war nicht da und kacke, ne? Nee, Problem war, wie gesagt, ich musste Katrin heute den Tisch noch eindecken und so, und da habe ich jetzt halt leider keine Zeit, die Videos auszuwerten. Und aus dem Grund werde ich das, die Verlosung ein wenig später machen. Ein wenig später heißt in der Woche. Ich sag mal so, das Gewinnspiel verlängere ich jetzt mal auf eine Woche, weil ich brauche unbedingt einen freien Tag, wo ich das in Ruhe machen kann. Aber ich kann es euch auch nicht zu 100% versprechen, dass das echt gleich nächste Woche klappen wird. Aber es wird definitiv, ich verspreche es euch, diesen Monat passieren. Mann, kann ich euch noch nicht sagen, aber es wird definitiv diesen Monat passieren, die Verlosung. Und das heißt, ihr habt jetzt, bis die Verlosung jetzt noch kommt, Zeit, mir verdammt nochmal ein paar Videos zu schicken. Also, gut, was heißt verdammt nochmal? Es ist eure Sache. Es ist ein Gewinnspiel für euch. Ich mache das nicht, weil ich mir da was von erhoffe, dass ich mehr Abonnenten bekomme. Es geht halt darum, weil ich das Gerät nicht brauche und weil ich es gerne verschenken möchte. Aber warum verschenken? Kannst du es doch verlosen den Abonnenten, den treuen, lieben Leuten. Und deswegen habe ich dieses Gewinnspiel gemacht. Das ist als Anregung für euch. Also hat keinerlei irgendwas zu bedeuten oder so. Also, ne, und ich bin halt nicht, ich bin nicht abonnentengeil oder ich bin jetzt nicht, wie soll ich das erklären, Videoklicks geil oder was auch immer. Mir ist es eigentlich letzten Endes egal, ich habe Spaß dabei, das aufzunehmen, Spaß dabei, das mit euch zu teilen, die Videos. Es macht Spaß, einen Montage zu machen mit Musik und Pipapo und Boom und Bam und so. Und deswegen mache ich auch diese Videos. Und dann dachte ich mir, machst du mal beim Gewinnspiel, hast ja jetzt so ein Gerät, was du verschenken kannst, verlosen kannst, Verzeihung. Und, nö. Doch. Es ist gar nicht so einfach zu reden. Also, die passenden Worte zu finden. Wie gesagt, mir ist auch aufgefallen, dass es einige Abonnenten oder einen Abonnenten gibt, der schön meine Videos mit einem Daumen runter bewertet. Hat Nightmare auch mal angesprochen, bei ihnen ganz großes Problem, dass bei ihnen ziemlich viele Hater sind und ihn das ziemlich aufregt, aber Nightmare, lass dich von solchen Leuten nicht unterkriegen. Scheiß auf die Leute, die dir Daumen runter geben. Es ist doch kackegal. Du musst bedenken, du hast Spaß dabei, die Videos hochzuladen, du hast Spaß dabei, die Videos zu machen überhaupt, diese Spiele zu spielen. Um das den anderen Leuten mitzuteilen, ob es dir nur gefällt oder nicht, ist deren Pech. Hauptsache, die macht Spaß, das Ganze. Mir macht Spaß. Mir sind, ganz ehrlich gesagt, die Hater komplett scheißegal. Also von mir aus könnt ihr, habe ich ein Video mit einem Daumen hoch und 1000 Daumen runter. Das ist mir sowas von Rille. Weil ich weiß, mir gefällt das Video. Ich persönlich finde das Video toll. Und da lasse ich mir nicht von irgendwelchen Hatern, dass sie den ganzen Spaß in diesem Zeug verderben. Nightmare, falls du das Video anguckst, lass dir echt den Spaß an dem Video machen, nicht verderben, nur weil du ein paar Daumen runter bekommst. Das ist scheiß drauf. Und die Leute, die jetzt auch jetzt hier,
sich die Videos angucken, müssen nicht unbedingt einen kleinen Kommentar abgeben, wenn sie es halt nicht wollen. Wenn sie halt da oben runter oder hochgehen wollen, lasse einfach. Es ist denen ihre Sache, wie sie es machen. Jetzt die gucken das Video an. Und ja, man kann ja froh sein, dass überhaupt ein paar Leute dein Video angucken. Ich finde eigentlich cool, dass du schon über 2000 Abonnenten hast. Und das ist Respekt und Scheiß. Und dann lass dir von 13 Hatern, von 2000 Leuten nicht den Spaß am Aufnehmen verderben. Wie gesagt, ich habe gerade mal 71 Abonnenten oder 72, ich weiß es jetzt nicht. Und klar habe ich ein paar Hater dabei und es ist mir egal, ganz ehrlich. Ich habe Spaß dabei, mir macht Spaß aufzunehmen. Es ist okay. Es gibt ein paar Leute, die haben bei meinen hier, wie hieß, bei diesem 50 Abonnenten-Special, wo ich live zu sehen war. Ich bin, mag vielleicht ein bisschen hastig sein und ein bisschen Anführungsstrichen hyperaktiv, das muss ich offen nicht ehrlich zugeben. Aber wenn ich mir solche Kommentare lese, wie, hast du sowas wie ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder hast du nicht gesehen, ich kann auch noch mal lachen. Also ich find's lächerlich und ist mir auch egal, wie viele Daumen runter die da geben und was für ein Typ das ist, der sowas behauptet, das ist mir egal. Hier, der Luckshot. Boom. No scope. Nee, ich habe kein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Ich bin nur sehr redselig, bin ein wenig hyperaktiv. Ich gebe das offen ehrlich zu. Ich hatte damit auch kein Problem, das zuzugeben. Und ja, gut. Zwei Videos habe ich löschen müssen, weil die waren wirklich sehr erbärmlich, muss ich selber offen ehrlich zugeben. Das war wirklich echt peinlich. No Scope, nee, das war das Quick Scope, genau. Also das war ja echt der absolute Reinfall, die ich da gebracht habe, die Videos, die waren peinlich. Also muss ich ehrlich zugeben, ich weiß nicht, ob ich da was getrunken habe oder was ich für Drogen an diesem Moment genommen habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum ich die so hochgeladen habe. Ich habe sie schon längst gelöscht, also ihr könnt es nirgends mehr finden. Außer ihr habt so irgendwie, keine Ahnung, gedownloadet oder so, ich weiß ja nicht. Und ja, das war richtig Schwein gehabt, dass der Panzer nicht geschossen hat. Ja, nee. Gut, okay. Hätten wir das erledigt. Ich bin schon mal kein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom-Typ. Ich bin nur einer, der echt übelst viel quatscht, wie jetzt gerade eben. Ihr merkt, ich quatsche seit 7 Minuten ununterbrochen und hol keine Luft. So, jetzt geht's wieder. Ich glaube, jetzt kommt gleich wieder ein Lackschuh mit einem Panzer auf dem Heli. Wenn ich mich jetzt nicht richtig irre, täusche. Ich bin echt ziemlich gerne im Panzer unterwegs, also ich freue mich auf schon auf diese neuen Maps bei Close Quarter und diese neue, was alles andere kommt und dieses, ich komme jetzt nicht drauf, aber es ist irgendwie eine zweite, hier Lackshot, ne, durch den Baum durch, ich habe nicht mehr gesehen, aber was soll's. Nee, ich freue mich schon auf dieses, wie hieß denn das, ich weiß es nicht, sehen wir es nach Close Quarter, was danach kommt und da geht's mit Panzern und so unterwegs und das finde ich richtig geil und da werde ich bestimmt ganz viel auf diese Maps spielen. Und was mir auch aufgefallen ist, bei Endgame gibt's eine AC-130, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Ich habe da eine AC-130 gesehen, ohne Mist. Und dann Raketen-Artillerie-Fahrzeug und sowas. Also es wird bestimmt lustig. AC-130 wird bestimmt das Noob-Flugzeug überhaupt werden, wenn es das wirklich geben sollte. Oder das ist halt das Transportflugzeug, was Panzer so transportiert. Das war eine lustige Szene. Der Jet gegen Baum und dann landet er tatsächlich bei mir auf dem Berg. Also ich dachte WTF. Und hier wo hast du natürlich auch Messerschwein gehabt, dass der mich nicht gekillt hat. Da habe ich ein bisschen schneller reagiert als er. Ne? Das war ziemlich cool. Da habe ich sogar meinen Front freigeschalten. Ein paar Pam. Und repariert. Gut, das Video ist auch gleich zu Ende. Also ich fasse mich jetzt nochmal ganz kurz für euch, meine lieben gesonderten Freunde. Küchentag ist offline gegangen oder online. Ich habe es nicht lesen können. Ne, kurz gefasst, Leute. Das Gewinnspiel werde ich dann demnächst in einer Woche oder wie gesagt diesen Monat noch bearbeiten, werde diese Leute halt auswerten und werde es halt verlosen, das Ding. Und die Leute, die nicht gewonnen haben, die jetzt verärgert sind und denken, du bist dumm, mein Video ist viel cooler als das andere von dem, der gewonnen hat, und nehmt es nicht übel, es ist nur ein Gamepad und ich werde später vielleicht nochmal was verlosen, das war auch Schweine gehabt. Und wie gesagt, Leute, also mich nicht als Abonnent kündigen oder dann übelst krass haten, weil ihr das nicht gewonnen habt. Ich, wie gesagt, ich werde das Video von euch trotzdem hochladen, also das, was ihr gemacht habt, werde euren Kanal verlinken, dass vielleicht ein paar Klicks bekommt oder keine Ahnung. Und ich bin echt trotzdem nochmal danke für die vielen, danke für die drei Videos, bis jetzt, die ich geschickt bekommen habe. Ist besser als nichts, ich bin froh darüber. Und danke an alle Abonnenten. Ich bin nicht Abonnentengeil, trotzdem danke an 71 Abonnenten, die ich habe. Ich bin sehr begeistert und positiv darüber. Ich finde es toll, dass ihr meine Videos anguckt und ich hoffe, es wird weiter passieren. Und PS, liebe Hater,
das Daumen-Runde geben tangiert mich ehrlich gesagt peripher. Das heißt, es geht mir am Arsch vorbei. Und macht, was ihr wollt, mir ist egal. Gut, Leute, also, wie gesagt, ihr wisst Bescheid wegen Gewinnspiel und so. Und, kleine Runde, ziemlich wenig Leute. Na gut, okay, ich wünsche euch allen noch einen wirklich wunderschönen Abend, einen richtig schönen Tag, wann ihr auch immer das Video anguckt. Und wie gesagt, Zeit habt ihr noch für die Videos zu machen und ich wünsche euch echt noch einen, naja, wie gesagt, egal, gut, macht's gut, ciao, sagt Rabbit Boom!